Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von uns. Diese Woche gibt es unseren Beitrag zum Thema verlassene Orte etwas später wie gewohnt, aber immer noch pünktlich zum Mittwoch und daran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Dieses Video entstand letztes Wochenende, es ist also brandaktuell, weswegen ich auch etwas mehr Zeit als üblich veranschlagte. Kommt also nun am besten mit auf Tour, den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in dieser Folge. Sollten verlassene Orte hier in Ostdeutschland euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch am besten mal auf unseren Kanal. Hier gibt es jede Woche Mittwoch wie auch heute eine neue Folge zu diesem Thema. Abonnieren lohnt sich also auf jeden Fall und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine ehemalige Gaststätte und Wohnhaus. Kleiner Hinweis, zum Schutz des Gebäudes werde ich den Gaststättennamen nicht nennen. Ursprünglich hatte ich bereits ein Video zu dieser Folge fertig, aber um ehrlich zu sein, die Quali war eine Katastrophe. Ich kann euch gerne mal hier einen kurzen Clip einblenden. Es machte einfach keinen Spaß zuzuschauen, weswegen wir am Wochenende unser Zeug packten und einfach diesen Ort noch einmal für euch besuchten. Dass es sich hierbei um eine Gaststätte handeln sollte, konnten wir vor Ort nicht bejahen, denn davon war rein gar nichts mehr zu erkennen, weder von außen noch von innen. Erst die Recherche im Netz brachte uns diese Erkenntnis. Die Informationen hielten sich leider auch hier in Grenzen, aber einige Hinweise zur Geschichte gibt es dennoch. Wir befinden uns zwischen 1890 und 1910. In dieser Zeit muss dieses Gebäude wohl ursprünglich entstanden sein. Aber das ist reine Mutmaßung, denn Denkmalschutz ist wohl nicht vorhanden. Entsprechend fand ich auch keine Eintragungen zur Entstehung. Vermutlich war schon zu Beginn der Gebäudehistorie hier eine Gaststätte untergebracht oder an Ort und Stelle befand sich eine in einem anderen Gebäude. Denn zwischendurch muss die Gaststätte wohl geschlossen gewesen sein, entweder war der Wirt pleite gegangen oder der Erste Weltkrieg forderte hier seinen Tribut. Das vierstöckige Gebäude wurde unterhalb der angrenzenden stark befahrenen Hauptstraße gebaut und lag sehr zentral, gut zu erreichen zu Fuß mit dem Auto, der Straßenbahn oder der angrenzenden Zugverbindung. Im Netz fand ich eine Postkarte, die dieses Etablissement zeigen soll, ob es sich hierbei um die Rückseite handelt oder vielleicht um das Vorgängergebäude der Gaststätte konnte ich nicht ganz ausschließen, man erkennt einfach zu wenig von der Umgebung, um das Gebäude richtig einordnen zu können.
Auf einer Internetseite, die sich mit der Ortshistorie befasst, bekam ich die Information, dass man die Räumlichkeiten für den Fell- und Pelzhandel in Beschlag nahm. Zumindest bis 1925, als man die vorherige Gaststätte wiedereröffnete. Der Haupteingang der Gaststätte befand sich wohl straßenseitig, während der Hauseingang rückseitig gelegen war. Um dorthin zu gelangen, bekam das Gebäude eine üppig angelegte Zugangstreppe, die ihr am Anfang des Videos sehen konntet. Der jetzige Zustand spricht allerdings für sich. Auf dem Gelände hinter dem Haus muss es auch noch mehr gegeben haben, aber das, was dort stand, war so verwittert und zerstört, man konnte es einfach nicht mehr deuten. Vermutlich endete der Betrieb der Gaststätte in den frühen 90er Jahren, wo auch die letzten Mieter auszogen. Zumindest sagten das die technischen Anlagen, die wenigen, die noch da waren.
Man hatte zwar versucht, das Gebäude zu sanieren, allerdings in nur zwei Räumen. Warum der Rest auf der Strecke blieb, ist uns nicht bekannt. Im Inneren des Gebäudes fanden wir allerhand Unrat, Müll und diverse Hinterlassenschaften von Jugendlichen und Vandalen. Ich las auch etwas von einem Ballsaal, allerdings konnten wir einen solchen Raum weder zuordnen noch überhaupt finden. Im ehemaligen Eingangsbereich zur Straßenseite hatte es vor einigen Jahren stark gebrannt, weswegen es aufgrund der Witterung zu einem Dach- und Deckendurchbruch kam. Somit konnte man gerade den vorderen Teil gar nicht mehr betreten. In den oberen Etagen bewohnte ein Obdachloser einige Zimmer. Interessanterweise benutzte er alte Ofenteile zum Kochen, auch ein Grund, warum es immer wieder in solchen Gebäuden brennt. Der Zustand hatte sich im Vergleich zu unserem vorherigen Besuch, der schon einige Jahre zurückliegt, stark verschlechtert. Mal sehen, wo das hier noch hinführt. Vielleicht gibt es ja doch Denkmalschutz, der das Gebäude rettet, denn die Listen auf Wikipedia sind auch nicht immer die neuesten. Lassen wir uns also wie immer überraschen. Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, vergesst den Like-Button nicht und wenn ihr Lust habt, abonniert unseren Kanal und dann hören wir uns gerne nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin! Macht's gut und ciao. Thank you.